So, jetzt machen wir mal den Fenster checkt, ob da, werden wir sehen, ob da jetzt das Problem bei der Dichtung ist. So, jetzt machen wir mal den Abdruck zwischen Fensterstock und Fensterflügel. Das funktioniert am besten mit einer Knetmasse. Nach dem Schließen und Öffnen sieht man durch den Abdruck des Fensters, ob es noch dicht ist oder ob die Dichtung getauscht werden muss. Okay, jetzt haben wir einen Abdruck. Dann nehmen wir die alte Dichtung her, die schon massiv ausgehärtet ist, weil einfach nach 25 Jahren, da sind Weichmauer drin und die gehen raus. Das ist gleich, wie man Autoreifen nach 5 Jahren in die Garage einstellt. Und dann ist der Reif nachhört und kommt auch mit denen mal vorne. Das im Endeffekt ist das gleiche mit der Dichtung. Das heißt, wenn das Fenster jetzt zugeht, kommt der Flügel nicht mehr in der Dichtung an und der bleibt im Endeffekt davor stehen. Danach wird eine neue Dichtung ausgesucht. So, da okay. Ja, dann nehmen wir die Dichtung. Die passt sich einfach perfekt an. Aha, okay. Schauen Sie her jetzt. Jetzt können wir den Flügel mit dem Stock wieder dicht machen. Das heißt, der Raum zwischen Stock und Flügel passt sich genau unsere Dichtung an und dann ist das Fenster wieder dicht. Gell? Nach dem Fenstercheck gibt es dann noch den Funktionscheck. So, und jetzt starten wir wieder mit dem Funktionstest, um den Fehler zu finden, um ihn dann zu beheben. Die Tür ist zum Beispiel verstellt in der Höhe. Beim Funktionscheck wird das Fenster abgesehen von den Dichtungen nochmals neu eingestellt, sodass alles wieder reibungslos und leicht funktioniert. Der gesamte Dichtungstausch funktioniert übrigens ohne Verschmutzung und wird auch von der Salzburg AG durch den Klimabonus gefördert. Höhenverstellung behoben, das Fenster lässt sich wieder kippen und schließen. Jetzt wird die Mechanik geölt. Die Mechanik des Fensters wird noch einmal ausreichend geölt und im Anschluss die alte Fensterdichtung entfernt. Auch das dauert nur einige Sekunden. So, und jetzt wird die Dichtung entfernt. Und jetzt tun wir unsere eigens entwickelte Silikon-Kautschuk-Dichtung in die bestehende Nut und arbeiten das schön von oben nach unten hinein. Und die ganze Montage bei einem Fenster nimmt ca. 20 bis 25 Minuten in Anspruch. Zum Abschluss wird nochmal der Funktionstest gemacht, um die Leichtgängigkeit des Fensters zu überprüfen. Und so wie man hört, im Gegensatz zu früher ist jetzt wieder ein Puffer eingebaut und die Türe dichtet somit wieder. Sollten Sie noch Fragen zum Klimabonus haben, dann finden Sie alle Infos auf unserer Website.